Lichte Türen im Stall. Das leidige Thema begleitet uns nun schon seit Jahren. Besonders im Winter kommt es durch Undichtigkeiten an Türen und Fenstern oder Gülleschiebern immer wieder zu Problemen in Ställen. In diesem Beispiel sehen Sie, wie eine komplette fehlende Türdichtung zu sehr starken Problemen in einem Stallabteil geführt hat. Go. So, wir sehen hier jetzt wieder ein typisches Beispiel, was passiert, wenn die Dichtungen in den Türen nicht da sind. Ich hoffe, man kann es auch hinter der Scheibe sehen. Die kalte Luft dringt ein, fällt unmittelbar hinter der Tür runter. Und wenn wir jetzt gleich die Tür aufmachen, dann können wir natürlich deutlich sehen, dass unmittelbar hinter der Tür auch Spalten liegen. So, wenn wir jetzt gucken, dann sehen wir unmittelbar hinter der Tür Spalten. Und diese Spalten nehmen natürlich die Luft auf. Dann kann es sehr schnell dazu führen, dass kalte Luft von unten durch die Thermik der Tiere zu den Tieren gelangt und es dann zu gesundheitlichen Problemen kommt. Schauen wir uns das Ganze nochmal von innen an. So, hier haben wir das Problem an der unteren Stelle genauso. Wir haben insgesamt etwa 1 Zentimeter Luft rundum zu und dadurch kommt natürlich kalte Luft unmittelbar unten rein und bringt dann in dem Stall sehr schnell Probleme. Gleichzeitig ist das Problem, dass die gesamte Lüftungsanlage dadurch beeinflusst wird. Hier haben wir die Dichtung noch drin, können wir schön sehen. Hier ist alles okay, die Luft wird eben weggedrückt, die sackt jetzt ab, weil hier oben die Dichtung fehlt. Hier können wir jetzt sehen, hier fehlt die Dichtung. Dadurch strömt die Luft sehr kalt nach innen ein. Und auf der anderen Seite haben wir es genauso. Da fehlt die Dichtung ebenfalls. Wir können jetzt deutlich sehen, wie die Luft hier reingetrieben wird und dann immer sehr schnell nach unten geht. Und unten haben wir Spalten und das bringt ganz klar Probleme.